Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ein ganz spontanes Video für euch und zwar haben mich auf Instagram ganz, ganz viele gefragt, wie denn der erste Flug für den Liam war, welche Erfahrungen ich gemacht habe und das teile ich heute sehr, sehr gerne mit euch. Vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp für euch mit dabei. Ich habe natürlich vorher ein wenig recherchiert und geschaut, was man denn am besten so macht, wenn man das erste Mal mit Baby fliegt, aber letztendlich muss da natürlich jeder seine Erfahrungen machen. Ein paar kleine Tipps habe ich natürlich für euch. Ich muss auch dazu sagen, dass ich extreme Flugangst habe. Ja, ich gebe es zu. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig für mich. Aber letztendlich musste ich diese Reise antreten. Es war jetzt keine Urlaubsreise, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind geflogen von Frankfurt ab mit der Lufthansa. Wir haben alles selbst bezahlt, das möchte ich auch noch ganz kurz vorab sagen. Ich habe darauf bestanden, mit Lufthansa zu fliegen, weil ich mich dann einfach sicherer fühle. Ich weiß, es hört sich total komisch an. Mit Sicherheit sind andere Fluggesellschaften genauso sicher. Aber das war einfach ein Gefühl für mich, dass es etwas einfacher wird. Ja, sagen wir es mal so, lassen wir es einfach mal so stehen. Der Liam, der hat auch bezahlen müssen. Ich habe ihn auf den Arm genommen. Also er hat zwar bezahlt, aber keinen Sitzplatz gehabt, was auch total in Ordnung war. Er kann ja eigentlich noch gar nicht sitzen. Und deshalb war das auch völlig in Ordnung. Ich habe, Bella ist auch mit am Start. Bella, was ist denn los? Ich schreibe euch gerne mal unten in die Infobox, was wir genau bezahlt haben. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Also ich meine, pro Ticket 260 Euro. Meine beiden Jungs, meine großen Jungs waren mit dabei, der Moritz und der Max und eben der Liam und ich. Wir haben dann zusätzlich noch einen Koffer gebucht mit, ich glaube, 24 Kilo waren es. Der hat uns für den Hin- und Rückflug nochmal 50 Euro gekostet. Und jeder von uns hatte eigentlich noch Handgepäck mit 8 Kilo. Ja, ich denke, das ist bei jeder Fluggesellschaft gleich. Ja. Wobei ich sagen muss, dass die am Schalter wirklich da jetzt sehr, sehr kulant waren. Wir hatten noch den Maxi-Cosi dabei, also sprich die Autoschale. Da hatten mich eben auch sehr viele gefragt. Und den Kinderwagen. Weil wenn ihr online schaut, bei Lufthansa ist es so, dass man entweder das eine oder das andere mitnehmen kann. Ja, das war alles so ein bisschen kompliziert. Wir haben dann dort angerufen, der Mitarbeiter konnte uns nicht wirklich weiterhelfen. Und er meinte, ja, das wird schon alles gut gehen. Nur müsst ihr euch das so vorstellen, wenn man schon mit Flugangst an den Flughafen kommt, dann möchte man doch, dass alles am besten reibungslos abläuft und nicht im Hinterkopf haben muss, wer weiß, vielleicht müssen wir noch was zusätzlich bezahlen oder vielleicht gibt es Probleme, wir können den Kinderwagen vielleicht nicht mitnehmen oder. Also für mich war das schon wichtig, dass ich das von vornherein abkläre, aber das ging eben nicht so einfach. Letztendlich waren alle total höflich, total nett, kompetent am Flugschalter, nennt man das Flugschalter, also am Schalter und hat dann alles aufgenommen. Wie gesagt, Kinderwagen, überhaupt gar kein Problem. Ich hatte da noch die Wickeltasche dabei und meine Handtasche. Alles überhaupt kein Problem. Also wir waren voll bepackt, aber das ging alles durch. Ich bin bis zum Gate mit dem Kinderwagen gekommen. Der wurde dann eingeladen, also der wurde abgeholt. Der Maxi-Cosi wurde, also die Autoschale, wurde am Schalter schon entgegengenommen. Also der kam dann auf dieses Band, wo die Koffer dann wegkommen, also auch unser großer Koffer, den wir aufgegeben hatten und die Autoschale haben wir dann eben in Bari wiederbekommen. Das war auch das totale Kuddelmuddel, aber egal. Ich würde euch raten, und jetzt kommt der erste Tipp, schaut, dass ihr vielleicht euch etwas Älteres zulegt, wie Kinderwagen, Buggy zum Beispiel. Das war jetzt bei mir nicht möglich, weil unser Flug sehr kurzfristig gebucht wurde. Ich musste ja leider sehr kurzfristig nach Italien. Unser Kinderwagen ist nämlich jetzt leider kaputt. Unser neuer Kinderwagen, ja, also von einem Neugeborenen will ich jetzt mal fast sagen, also Säugling. Der Kinderwagen war nagelneu, habt ihr mit Sicherheit mitbekommen. Und jetzt ist er kaputt, das Gestell ist verzogen und natürlich total schmutzig, aber jetzt muss ich auch noch was dazu sagen. Klar, wenn man so drüber nachdenkt, hätte man sich das vielleicht denken können. Aber ich dachte, die haben da so extra Boxen und dann wird es ordentlich reingepackt,
festgemacht und gut ist. Nein, scheinbar werden auch diese Sachen durch die Gegend geworfen. Nicht absichtlich, klar. Ich meine, die müssen sich ja auch beeilen. Ne? Die müssen ja die Koffer auch irgendwie von A nach B bekommen. Dadurch, dass ich ja auch bis zum Gate bin mit dem Kinderwagen, also Frankfurter Flughafen, ne? Jeder, der schon mal da war, weiß, wie riesig der ist. Es war einfach auch irgendwo notwendig, da mit Kinderwagen hinzukommen. Ansonsten hätte man den natürlich ordentlich verpacken können. Ne? Aber das ging bei uns nicht. Außerdem waren wir jetzt auch nicht so ultra lang in Italien. Und deswegen hat es für mich irgendwo keinen Sinn gemacht am Anfang. Jetzt bin ich natürlich auch schlauer, ne? Jetzt weiß ich's. Aber wo hätte ich jetzt so kurzfristig einen Kinderwagen herbekommen, ne? Bei dem mir das nicht so viel ausgemacht hätte, wenn er da ein bisschen kaputt gegangen wäre. Also ein bisschen ist gut, ne? Ein bisschen ist noch gut gemeint. Ja, also der erste Rat an euch, schaut, dass ihr da vielleicht einen alten Buggy mitnehmt. Der Liam, der liegt ja noch nicht im Buggy, deswegen, außerdem habe ich keinen alten Buggy. Aber egal, so. Also so viel dazu. Jetzt kommen wir zum Flug an sich. Jetzt habe ich ganz schön ausgeholt. Also es ist so, dass ich nachgelesen habe, dass es natürlich gut wäre, wenn das Kind beim Start und bei der Landung trinkt. Ja, jetzt erklär das mal einem Baby. So, jetzt habe ich auf dem Rückflug einen ganz guten Moment abgepasst. Liam war schon recht müde und hat wirklich 2 Stunden durchgeschlafen im Flieger. Das hat mir das Ganze natürlich ein bisschen einfacher gemacht, ne? Weil ich ja, wie gesagt, Angst habe zu fliegen. Wobei auf dem Rückflug war die Flugangst Nebensache. Da hatte ich andere Sorgen. Aber das Kind neben uns, es hatte sehr starke Ohrenschmerzen. Da hat die Mama Nasentropfen gegeben, was zu trinken. Wobei, das war auch schon was älter. Das war so um die 6 Jahre alt circa. Genau, auf dem Rückflug war es so, dass ich den Liam, also ich hatte meinen Sitzplatz im Flur, sagt man das so? Und sein Kopf war eben hier. Und dann kam die Stewardess und meinte, ich soll ihn bitte nach innen nehmen, ja? Also den Kopf. In der Mitte saß der Max, weil es sein könnte, dass oben dieses Gepäckteil, wie nennt man das? Gepäckschublade, keine Ahnung, dass die sich öffnet, wenn zum Beispiel Turbulenzen sind und dann Koffer rausfällt und das eben dann auf dem Kopf von dem Kind landen würde. Okay, habe ich natürlich sofort eingesehen, habe ich auch nicht dran gedacht und deshalb habe ich Liam dann sofort auf diese Seite genommen. Das war so der Rückflug. Auf dem Hinflug war es so, dass er wach war die ganze Zeit, 2 Stunden und ich versucht habe, ihn zu stillen, ne, wegen dem Druck, damit er trinkt, aber das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Also der hat da munter sein Spielzeug angeschaut, hat damit gespielt, ich hatte eine Rassel dabei, wir haben auch was bekommen von Lufthansa, so ein kleines Spielzeug. Und das war alles überhaupt gar kein Problem. Also das hat er super mitgemacht. Und Max und ich, wir haben uns dann immer angeschaut, weil der Max, also dem ist das auch nicht so geheuer, das Fliegen, ne? Und dann haben wir uns gegenseitig Mut gemacht und haben Spaß gemacht, ne? Komm, wir müssen jetzt tapfer sein und solche Dinge. Und dann vergingen die 2 Stunden auch wirklich wie im Flug, ne? Ja, und so viel dazu. Was fällt mir denn noch ein? Also von der Crew, die waren alle super nett und auch auf dem Rückflug meinte, als wir raus sind, meinte die Stewardess, dass man das nächste Mal auf jeden Fall Bescheid sagen soll, wenn man Angst hat und dass das alles kein Problem ist, dass sie immer mal nach einem schauen und so weiter. Und sie hätte mir das gar nicht angemerkt, ne? Also ich kann das schon sehr gut verstecken, sage ich jetzt mal so. Also ich weine da nicht. Ich bin einfach angespannt und ich dachte, dass ich das auch auf den Liam auswirkt und deswegen war ich noch beunruhigter, ja. Aber das war alles gut. Wir sind ja hier morgens um 4 los nach Frankfurt eben, wie gesagt, um 6 waren wir da, alles easy. Die waren total nett am Schalter und das hat mir die Angst auch genommen. Und ich weiß noch damals bei Ryanair, mein Gott, die machen einen Zirkus, ne, wenn du da ein Blatt Papier mehr dabei hast, so auf die Art, jetzt übertrieben gesagt, ne, und ach Gott, da musst du nachzahlen und das brauchst du einfach nicht, wenn du eh schon diese Angst hast, ja. Und deswegen war ich da schon mal beruhigt. Und dann sind wir eben
Limbarco, wie heißt es? Also wir sind, wie heißt es auf Deutsch? Also wir sind halt in den Flieger rein und alles war gut. Ja, in Bari angekommen war es dann so, dass ich mich natürlich beschweren wollte, weil wir dann eben gemerkt haben, dass der Kinderwagen kaputt ist. Also nicht nur das Gestell, sondern auch der Getränkehalter. Jetzt ist das jetzt nicht so dramatisch und schlimm, gar keine Frage. Aber es ärgert einen halt trotzdem. Das hätte ich natürlich abmachen müssen, da habe ich aber auch nicht dran gedacht. Also für euch, falls ihr so ein Getränketeil an der Seite habt, ja, macht euch das am besten ab, weil es eigentlich logisch ist, dass das dann abbricht. So, bin ich hin zu diesem Büro und die hat sich das erstmal angehört, konnte mir dann aber nicht weiterhelfen, weil der Computer nicht funktioniert hat. Ja, also meine Güte, habe ich mir gedacht, okay, benvenuti al Sud, ja, herzlich willkommen im Süden von Italien, wirklich unglaublich. Klar, das kann auch in Deutschland passieren, aber der Flughafen in Bari ist so klein, also da ist das ist wirklich mini und das ist auch nur ein Büro, sodass mir da auch keiner weiterhelfen konnte, was natürlich sehr schade ist und ich jetzt hier versuchen muss, irgendjemand zu erreichen per E-Mail, was auch immer. Wenn ihr da einen Tipp für mich habt, falls ihr das auch schon mal hattet, dann schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ich da tun könnte. Dann können wir uns gegenseitig helfen, falls das noch jemandem passiert ist. Also ich muss da mal schauen, was ich machen kann, damit das gelöst wird, das Problem, ne? So, genau, also so viel zu unserer Ankunft. Ansonsten ist alles wirklich reibungslos gelaufen. Liam hat super mitgemacht. Es war alles überhaupt kein Problem. Flugangst, ja, meine Güte. Da muss man durch, da muss man einfach auch tapfer sein, ne? Es ist leichter gesagt als getan. Und ich hasse das auch, wenn man mir sagt, dass das Fliegen nicht so gefährlich ist wie das Autofahren. Ich hasse es, weil es einfach, wenn man solche Ängste hat, das kann auch nur derjenige verstehen, der diese Angst hat. Aber Max und ich, wir waren tapfer. Und ja, ansonsten würde ich euch, wie gesagt, raten, rechtzeitig zu buchen, euch vorher schon zu informieren, wie das ist mit eurer Fluggesellschaft, wegen Kinderwagen, Autoschale, große Koffer, weil es ja von jeder Fluggesellschaft abhängig ist, aber bei uns eben die Zeit nicht da war, um sich dieses Ganze nochmal durchzulesen und anzuschauen und zu recherchieren. Das ging einfach nicht, aber es ist alles gut gegangen. Genau, also so viel dazu, zu Liams ersten Flug, der total aufregend war für mich und er das einfach so weggesteckt hat. Es kann natürlich sein, dass der nächste Flug nicht mehr ganz so entspannt wird für mich, weil er dann weint vielleicht, das weiß man eben alles nicht. Aber das war meine Erfahrung und die habe ich jetzt mit euch geteilt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass es euch Spaß gemacht hat, einfach mal zuzuhören, wie da unsere Erfahrung war. Vielleicht war der ein oder andere Tipp für euch dabei, da würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Und jetzt verabschiede ich mich von euch, denn ich nutze jetzt noch die Zeit, während er schläft und schaue zu, dass ich hier klar Schiff mache. Denn meine anderen Männer haben das Haus, ja, ich will jetzt nicht sagen verwüstet, das wäre übertrieben, aber es gibt schon einiges zu tun hier. Ja, also gut, dann wünsche ich euch jetzt nur das Beste, habt einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!